Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung funktioniert die Schilddrüse nicht optimal? Meine Schätzung ist es wahrscheinlich bei fast allen. Unterm Strich kann man dann sagen, dass zumindest schon 30% der Bevölkerung 2001 schon eine optisch sichtbare Veränderung der Schilddrüse hatte. Was aber natürlich bedeutet, dass es viel mehr Menschen geben muss, die eine noch nicht auf einem Ultraschall sichtbare Schilddrüsenstörung haben. Die Schilddrüse hat am Energieumsatz jeder einzelnen Körperzelle mitzureden. Wenn die nicht funktioniert, dann funktioniert das Gesamtsystem nicht. Jemand, der nicht mindestens 5.000-6.000 Einheiten Vitamin D am Tag nimmt, der kriegt einen Mangel. Ich meine, es liegt sicherlich an UVB-Schutzverglasung, dass kein Auto lässt mal die Sonnenstrahlen durch, die tatsächlich das Vitamin D aktivieren. Die Leute sitzen alle hinter Glasscheiben, die auch die UVB-Filterung haben. Die wenigsten Menschen gehen noch draußen rum und das ist eine lustige, aber auch eine wahre Beobachtung. Die einzigen Menschen, bei denen ich ordentliche Vitamin D-Spiegel messe, sind Gärtner. Okay, dann machen wir jetzt den großen Schwank zur Schilddrüse. Wie ist denn deine Einschätzung, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung oder bei wie viel Prozent läuft oder funktioniert die Schilddrüse nicht optimal? Ja, schwierig, meine Schätzung. Meine Schätzung ist es wahrscheinlich bei fast allen. Ich habe tatsächlich versucht, mir mal Zahlen rauszusuchen. Und das Aktuellste, was ich lustigerweise gefunden habe, ist schon wieder fast 20 Jahre her. Da gab es mal so eine rein Ultraschalluntersuchung einfach an Menschen, denen eigentlich so nichts gefehlt hat oder zumindest nicht offensichtlich was gefehlt hat. Mhm. Und dann hat man tatsächlich bei 15% der Untersuchten einfach Vergrößerung der Schilddrüse gefunden und bei 23% hat man Knoten gefunden und in 7% hat man sogar beides gefunden. Also unterm Strich kann man dann sagen, dass zumindest schon 30% der Bevölkerung 2001 schon eine optisch sichtbare Veränderung der Schilddrüse hatte, was aber natürlich bedeutet, dass es viel, viel, viel mehr Menschen geben muss, die eine noch nicht auf einem Ultraschall sichtbare Schilddrüsenstörung haben. Ich meine, wenn ich mir überlege, was ja die Ursachen sind für Schilddrüsenstörungen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass so gut wie jeder im Laufe seines Lebens zumindest temporär mal Schilddrüsenprobleme bekommt. Weil die Ursachen, die wir so kennen, ist ja im Wesentlichen der Stress, ob das jetzt Job oder Familie oder ein echter emotionaler Stress ist oder ob es auch einfach nur intensiver Sport ist, ist der Nährstoffmangel. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie viele Menschen es gibt, die einfach Ernährungsprobleme haben, weil sie irgendwelche Unverträglichkeiten haben. Und wenn ich das jetzt zusammenrechne, ich habe einen Nährstoffmangel aufgrund der Unverträglichkeit, die Schilddrüse braucht einfach Nährstoffe, um richtig zu funktionieren. Ist klar, die kann dann einfach nicht immer richtig funktionieren. Ob sich das dann durchs ganze Leben zieht oder nur phasenweise, ist natürlich variabel. Und ob das dann irgendwann zu einer auf eine bildsichtbaren Störung führt, gleich zweimal. Aber trotzdem denke ich, dass viel mehr eben so eine Schilddrüsenstörung haben, die vielleicht gerade noch nicht auf einem Bild zu sehen ist. Also konkret die Frage beantworten, ich schätze, dass es mindestens 50% der deutschen Bevölkerung sind, die eine Schilddrüsenstörung haben, die, wenn man die richtige Diagnostik, damit meine ich also Labormesswerte, aber auch einen Ultraschall anlegt, auf jeden Fall auch einfach sichtbar gemacht werden könnten. Also es ist dann keine Vermutung, sondern man kann das beweisen. Mhm. Aber dazu muss man eben die richtigen Untersuchungen anstellen. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema, was sehr viele Menschen betrifft. Ja. Vielleicht könntest du noch mal kurz und knapp zusammenfassen, warum die Schilddrüse überhaupt so wichtig ist. Du hast vorhin schon angedeutet, dass es quasi in sämtliche Stoffwechselprozesse, in die ganzen Regelkreisläufe da Einfluss hat. Wenn du jetzt kurz und knapp jemanden auf der Straße erklären müsstest, warum ist die Schilddrüse so wichtig? Also man kann es eigentlich in einen einzigen Satz packen und die Antwort heißt, weil jedes Körpergewebe hat auf der Zelloberfläche Schilddrüsenrezeptoren, also Schilddrüsenhormonrezeptoren, was bedeutet, dass die Schilddrüse Einfluss auf wirklich jedes Organ und jedes Gewebe nehmen kann. Und die Schilddrüse kann sowohl antreiben, die kann aber auch bremsen, wenn sie will. Und wenn ich das auf jedes Organ umlege, ist klar, dass ich damit jede beliebige Beschleunigung, jede Verzögerung, jede Stimmungslage, jede Temperatur, jeden Verdauungszustand hervorrufen kann, der der Schilddrüse gerade passt oder den die Schilddrüse eben gerade noch so zu leisten in der Lage ist. Also die Schilddrüse hat am Energieumsatz jeder einzelnen Körperzelle mitzureden.
Wenn die nicht funktioniert, dann funktioniert das Gesamtsystem nicht. Okay, und wenn man jetzt mal speziell auf das Immunsystem schaut, beziehungsweise auch auf ja, diverse Erreger, die recht häufig vorkommen, wie zum Beispiel Herpesviren wie EBV oder auch Borrelien, die Co-Infektion, welchen Faktor spielt da die Schilddrüse? Also einerseits ist es natürlich so, meine Immunfunktion ist so gut wie meine Energiebereitstellungsfähigkeit. Also wenn ein Schilddrüsenhormon an der Zelloberfläche bindet, ist der Sinn von diesem Binden immer, dass das Hormon bis zum Zellkern vordringt und dort eine Umsetzung von Genom in Enzym und dann in Protein bewirkt. Sprich, also zum Beispiel, auch wenn ich eine Immunfunktion haben will, muss ich die Immunzelle triggern, damit die hinterher Antikörper ausspuckt, um es mal ganz einfach zu formulieren. Und wenn ich das der Zelle einfach nicht auch über die Schilddrüsenhormonrezeptoren klar machen kann, dann wird natürlich hinterher auch einfach weniger Antikörper gebildet. Es ist, wenn man ganz ehrlich ist, bei den Immunzellen nicht ganz so klar, weil die Schilddrüse nicht direkt auf die Immunzellen, also auf die B-Lymphozyten einwirkt, sondern was die Schilddrüse tut, ist, sie reguliert die Fähigkeit, auf Steroidhormone zu reagieren. Und wenn ich jetzt eine ordentliche Immunfunktion haben will, dann muss ich einfach Cortisol, da muss ich Adrenalin, da muss ich Noradrenalin aufnehmen können, muss das verstoffwechseln, muss das Signal verstehen. Und das Signal heißt, kampfbereit machen und Abwehr hochfahren. Und diese Kampfbereitschaft und die Abwehr, also die Bereitschaft dazu, die ist tatsächlich auch wieder Schilddrüsenhormon vermittelt. Wenn also die Schilddrüse nicht in der Lage ist, ausreichend viele Zellen steroidhormonsensitiv zu machen oder diese Steroidhormonfunktion lang genug aufrechtzuerhalten, dann leidet letztlich das Immunsystem. Okay. Und wenn ich das jetzt also man muss es eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, man muss es nicht auf spezielle Erreger runterbrechen, weil es gilt schlicht und einfach für alle Eindringlinge im Organismus. Jetzt, ich meine, hast du die Herpesviren angesprochen? Ja, das ist schon ich sag mal, eine besondere Leidenschaft von mir, weil die tatsächlich eine irrsinnige, bei praktisch jedem, bei dem ich laborchemisch beweisen kann, dass die Schilddrüse ein Problem hat, finde ich eine Aktivierung von Herpesviren. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, weil da muss man jetzt quasi einen Ausflug machen, was bedeutet eine Aktivierung von Herpesviren. Damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt, dass ich immer eine Effloreszenz am Mund habe oder sowas oder dass ich eine aktive Gürtelrose habe oder so, sondern ich meine nur, das Immunsystem beschäftigt sich aktiv und anhaltend mit Herpesviren. Da würde ich tatsächlich mal kurz ein Bild zu zeigen, Ja, gern. weil das vielleicht wirklich für den einen oder anderen wichtig ist, um zu versuchen, sich selber da irgendwie zu helfen oder jemanden auf den richtigen Trichter zu bringen, wie er jemanden findet, der ihm helfen kann. Ich glaube, das müsste das richtige Bild sein, oder kann das sein? Ja, also man sieht auf jeden Fall ein Bild, ich schau mal. Genau, Herpesviren. Ja, Herpes simplex 1, 2, Genau, also Zytomegalie. Ja. dieses Bild da ist ein sogenannter Lymphozytentransformationstest. Und der Unterschied ist also noch, wenn man irgendeinen Virus durchgemacht, also egal ob das jetzt ein Herpesvirus oder ob es Corona ist, dann bildet man ja immer Antikörper. So in der Akutphase bildet man die IgM-Antikörper, dann bildet man irgendwann, wenn der akute Infekt durchgemacht ist, die IgG-Antikörper. Die bildet man zwar auch schon in der Spätphase der akuten Infektion, aber die bildet man dann im Wesentlichen auch, wenn der eigentliche Immunprozess längst abgelaufen ist. Bildet man die IgG-Antikörper auch noch nach Jahren. Ja, da könnten wir jetzt eine halbe Stunde über die Sinnhaftigkeit von IgG-Antikörperbestimmungen in Bezug auf Corona und Impfung reden, aber das ist halt heute mal nicht das Thema. Ich wollte nur darauf hinaus, dass diese IgG-Antikörper nach einem abgelaufenen Infekt, die werden als Erinnerungsantikörper bezeichnet und die bestehen einfach über Jahre und Jahre und Jahre. So, wenn ich jetzt also wissen möchte, ob sich jemand immunologisch aktiv mit Herpesviren auseinandersetzt, sprich, ob das Immunsystem damit beschäftigt ist, Herpesviren abzuwehren, macht es natürlich null Sinn, IgM oder IgG-Antikörper zu bestimmen. Das ist das scheint zwar eine totale Binsenweisheit zu sein,
Aber trotzdem sehe ich immer wieder ganz viele Patienten, die bringen mir diese IgG-Antikörpertests, wo ich mir dann sage, Hut ab, da hat der Behandler offensichtlich den richtigen Riecher gehabt, der Patient hat einen chronischen Virusinfekt, aber hat dann von seinem Behandler die Aussage bekommen, außer es sind nur die IgG-Antikörper hoch, das heißt, der Infekt ist lange her, das ist also nicht heute. Das finde ich schade, weil das könnte man, wenn man schon auf dem richtigen Dampfer ist, kann man auch leicht beweisen, ob es tatsächlich eine akute Immunaktivierung gibt. Und da gibt es zwei Nachweisverfahren. Also wenn man es jetzt aus dem Labor haben will, wenn man es also schwarz auf weiß braucht, gibt es zwei Nachweisverfahren. Das eine ist der T-Zell-Spot, den habe ich jetzt hier nicht mitgebracht. Und das, was ich für relevanter halte, ist das, was man jetzt hier in dem Bild sehen kann. Das ist der sogenannte LTT, der Lymphozyten-Transformationstest. Und das ist ein Riesenunterschied zu einem IgG-Antikörpertest. Denn beim Lymphozyten-Transformationstest funktioniert das so, dass man so eine, man hat so eine Agarschale, also so eine Petrischale, in der ist das sind Bruchstücke von diesen Viren eingelassen und eine Färbereagenz. Und im Grunde, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber was man tut, ist, man schüttet auf diese Agarplatte einfach nur das Patientenblut drauf. Und wenn das Patientenblut sich vorher schon mit diesen Viren, die da in diesen Platten eingelassen sind, gestritten hat, dann bildet sich eine Färbereaktion und also ein Präzipitat, also eine Ausfällung von Antigen-Antikörperkomplex und das erzeugt dann eine Färbereaktion auf dieser Platte und man kann anhand der Menge dieser Färbereaktion dann sagen, wie stark das System stimuliert war auf dieses bestimmte Antigen, sprich also in dem Fall dann auf die Herpesviren, das gibt es auch für verschiedene andere Stoffe, aber auf die Viren mache ich es besonders gerne, weil es eine sehr, sehr hohe Aussagekraft hat. Und das, was man jetzt rechts sehen kann, ich weiß nicht, ob man meine Maus sehen kann, aber Ja, man falls sieht die man sie sehen kann, Maus. ist, also hier, dieses hier, das ist der Stimulationsindex. Und wenn dieser Stimulationsindex, also jetzt speziell bei den Herpesviren, über 3 ist, dann nimmt man an, dass es eine spezifische Stimulation ist, was bedeutet, dass das Immunsystem genau dieses Viech im Körper vorher auch schon bekämpft hat. So, und das finde ich eine wahnsinnig wichtige Information, dass wenn man so einen Verdacht hat, dass man so einen unterschwellig chronischen Infekt hat, man kann das beweisen. Also man muss nicht da immer im Dunkeln fischen. Und ich meine, ich bin ja persönlich ein großer Fan von kinesiologischen Tests, aber manche Leute brauchen es einfach schwarz auf weiß. Und man kann beweisen, dass ein chronischer Infekt besteht. Das kann man aber natürlich nur, wie der entsprechende Test dazu funktioniert. So ein Test hier kostet, ich glaube, 200 € oder vielleicht ein bisschen drüber. Also es ist wirklich Geld, was da ausgegeben wird. Aber das für manche Leute ist es ja ein himmelweiter Unterschied zu wissen, ich habe wirklich was oder ich bilde es mir nur ein, was ja bei Schilddrüsenpatienten leider so oft der Fall ist, dass die eigentlich als psychisch oder als vor allem seelisch belastete Patienten abgestempelt werden, weil die meisten Laboruntersuchungen halt ins Leere laufen. Und was dann übrig bleibt, ist halt dann der Weg zum Psychiater. Ich sehe auch, es kommen schon die ersten Fragen rein. Ich würde einfach mal loslegen. Du hast jetzt schon viel über Nährstoffe gesprochen. Du hast Eisen angedeutet, Jod, Selen. Was sind denn da die wichtigsten Nährstoffe, dass die Schilddrüse ja wieder ordentlich funktionieren kann? Wenn ich jetzt wissen will, ob zumindest die wichtigsten Sachen drin sind, dann muss es auf jeden Fall Vitamin D sein, es muss Eisen sein, es muss Selen sein, es muss Jod sein. Jod, wahnsinnig wichtiges Thema, fürchterlich unterschätztes Thema. Und da gibt es meiner Ansicht nach auch echt nur einen richtigen Weg rauszufinden, ob genug Jod drin ist, nämlich im 24-Stunden-Urintest. Dann müssen die B-Vitamine stimmen, weil wenn die Schilddrüse wirklich ackert, dann entsteht relativ viel toxischer Abraum, allein schon, weil wenn ich eine Immunfunktion durchführe, dann zerlege ich ja Viren, dann zerlege ich Parasiten, dann zerlege ich Borrelien. Und die müssen alle hinterher irgendwie raustransportiert werden. Dafür brauche ich eine ordentliche Leberfunktion. Die Leber braucht B-Vitamine. Das heißt also, auch selbst die Schilddrüse selbst keine B-Vitamine, zumindest nicht in wahnsinnig großer Menge braucht, brauche ich auf jeden Fall einen ausreichenden Vitamin-B-Spiegel, weil sonst sollte man die Schilddrüse vielleicht lieber nicht antreiben, weil man sonst mit den toxischen Metaboliten nicht klarkommt. Und was die Schilddrüse natürlich braucht, sind die richtigen Proteine, also einfach mal angefangen vom Tyrosin oder vom L-Tryptophan. Also genug Eiweiße, damit ich meine Hormone überhaupt zusammengebaut bekomme. Das ist so die Basis, was man bestimmen sollte. D, Eisen, Selen, Jod, B-Vitamine, Proteine. Okay, dann wäre meine Frage, du bei diesen Nährstoffen, wie häufig misst du da Mängel?
Von den Leuten, die mit Problemen zu dir kommen? Boah, naja, ehrlich gesagt, das ist ein Teil von der Antwort auf die allererste Frage, wie viele Leute haben wohl Schilddrüsenstörungen? Ja, also Also, die. klar, jetzt habe ich natürlich dadurch, dass ich eine Praxis habe, in der ich würde sagen, eher 80% kommen, weil sie ein Energieproblem haben, messe ich eher bei 90% meiner Patienten Mängel. Ja, die Mängel sind immer so ein bisschen unterschiedlich, das stimmt schon. Aber dass ich bei jemandem Blut abgenommen habe und gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie brauchen wirklich gar nichts, das kommt eigentlich nicht vor. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, sonst würden die Leute auch nicht zum Arzt gehen. Ja, ich meine, allein schon Vitamin D haben ja sowieso 80, 90% je nach Quelle der deutschen Bevölkerung da Probleme. Jod sieht vielleicht nicht unbedingt besser aus und auch Selen ist auch nicht unbedingt so leicht abzudecken. Okay, also du misst auf jeden Fall häufig Mängel. Und allein die können schon dafür sorgen, dass die Schilddrüse nicht so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Und auch, dass das Immunsystem, wenn Vitamin D3 quasi nicht mehr vorhanden ist, oder auch Jod oder Selen, das sind ja alles wichtige Dinge auch fürs Immunsystem. Das heißt, das ja, zählt quasi alles, also es spielt alles zusammen. Und was auf jeden Fall wichtig ist, dass man diese Speicher wieder auffüllt. Korrekt. Gibt es da eine spezielle Reihenfolge, wo du, nach der du vorgehst? Erst, also, oder machst du dann alles auf einmal hoch, wo du eine Menge gefunden hast? Nee, also es gibt ja gibt es doch, also es gibt schon eine spezielle Reihenfolge in der Hinsicht, dass ich immer erst schaue, dass alle Vitamine, die primär mit der Entgiftung zu tun haben, da dürfen keine Mängel bestehen. Weil den Stoffwechsel anzutreiben, solange ich möglicherweise mit den toxischen Metaboliten nicht zurechtkomme, ist immer keine gute Idee. Auch den Stoffwechsel anzutreiben, wenn ich möglicherweise noch immer eine Entzündung habe, ist auch keine gute Idee. Vielleicht noch, also es kommen auch viele Fragen noch zu den Nährstoffen rein. Vielleicht könntest du mal zusammenfassend sagen, wenn jemand keine akute Entzündung hast, wie du das vorhin mit dem Eisen erklärt hast, dass man das dann nicht geben sollte. Was du rätst in Bezug auf die Schilddrüse, also auch welche Dosierung da ungefähr ratsam wären. Kann man da eine ganz allgemeine Antwort geben, zum Beispiel zum Jod, zum Selen, zum Vitamin D3? Kannst du dich da so weit aus dem Fenster lehnen oder sagst du, es ist so individuell, das wäre jetzt unseriös, wenn man da mal einen Rahmen vorgibt? Also, ich meine, dazu gehört jetzt natürlich wirklich der medizinische Disclaimer, den wir vorher ja nicht Achso. eingeblendet haben. Also, Ja. bitte don't try this at home, ohne irgendwelche Laborwerte gemacht zu haben. Ja. Ich sage mal eine Hausnummer, aber bitte, bitte, das ist wirklich keine Empfehlung für irgendein Individuum, sich damit dann tatsächlich aufzusättigen, weil wer weiß, ob Ja. es fehlt. Und das hilft natürlich auch wirklich nur, wenn es fehlt. Ja. Also, Vitamin D ist meine Beobachtung. Und ich meine, klar, da bin ich jetzt natürlich auf der Seite vom Spitzer. Jemand, der nicht mindestens 5.000, 6.000 Einheiten Vitamin D am Tag nimmt, der kriegt einen Mangel. Punkt. Ja. Und ich messe das so oft, das kann ich einfach beweisen. Ja. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich meine, es liegt sicherlich an UVB-Schutzverglasung, dass kein Auto nimmt mehr, lässt mal die Sonnenstrahlen durch, die tatsächlich Vitamin D aktivieren. Die Leute sitzen alle hinter Glasscheiben, die auch die UVB-Filterung haben. Die wenigsten Menschen gehen noch draußen rum und das ist eine lustige, aber auch eine wahre Beobachtung. Die einzigen Menschen, bei denen ich ordentliche Vitamin D-Spiegel messe, sind Gärtner. Ja, klar. Wenn man Vitamin D nimmt, bitte, bitte, bitte immer, immer, immer Vitamin K2 dazu, weil die zwei gehören einfach zusammen, weil sonst kann es tatsächlich dazu führen, dass das Vitamin D durch die Anreicherung vom Calcium zur Calciumablagerung in der Niere führt. Das ist jetzt zwar bei 5.000, 6.000 Einheiten noch nicht so wahrscheinlich. Aber bitte, bitte nicht ausprobieren, ohne es gemessen zu haben. Das Vitamin K2 schaltet ein bestimmtes Hormon, das Osteokalzin, im Knochen ein, sodass der Knochen weiß, ah, das ganze Kalzium gehört zu mir. Und dann reichert sich das nicht in den Gefäßen an und damit auch nicht in der Niere. Dann beim Selen, da scheiden sich die Geister so ein bisschen. Also super safe ist 55 Mikrogramm am Tag. Das ist so ungefähr die tatsächliche Tagesmenge. Protektiv scheint aber wirklich 200 Mikrogramm zu sein. Ich muss aber sagen, auch das messe ich standardmäßig. 200 Mikrogramm ist dauerhaft, zumindest von den Laborwerten her, zu viel. So viel, Die das sind Wahrheit okay. würde ich sagen, liegt also irgendwo zwischen 100 und 120 Mikrogramm am Tag. Das ist das, was ich nehmen würde.
Könnte man dann auch 200 Gramm alle, 200, 200 Gramm, 200 Mikrogramm alle 2 Tage nehmen zum Beispiel? Das Oder ist würde, auf jeden Fall ja. so, so empfehle ich es in der Regel, weil es relativ gut im Organismus verbleibt. Das ist anders als das Vitamin K2 zum Beispiel. Das muss man tagesaktuell nehmen, sonst wird es einfach abgebaut. Aber Selen kann man auch jeden zweiten, kann man je nachdem, ob der Spiegel dann passt, auch jeden dritten Tag nehmen und kann dann sich eben einfach auf seinen Idealspiegel hinarbeiten. Aber so, es gibt halt viele Kapseln, die haben so um die 50 Mikrogramm. Es gibt viele Kapseln, die haben so um die 200 Mikrogramm. Und in der Regel ist beides nicht perfekt. So, deswegen irgend so eine alle jeden zweiten oder jeden dritten Tag ist eine ziemlich gute pragmatische Lösung. Okay, dann Jod. Da scheiden sich auch die Geister extrem zwischen DGE, ich weiß nicht, 100 100 Oder Mikrogramm. Ja, ja, oder also zu in Jod habe Japan. ich. In Japan nehmen sie im Milligrammbereich, also durch die Algen und so weiter. Ja. Also, wenn man nichts riskieren will, und Vorsicht, Hashimoto, da ist die offizielle Lesart kein Jod, Klammer auf, das ist natürlich Blödsinn, weil alle anderen Körperzellen brauchen auch Jod, Die Klammer zu. Nebennieren sind ja darauf. Die Ja. Muskelzellen, das Gehirn, die Sehne, jede einzelne Zelle im Körper braucht Jod. Das ist also eigentlich Wahnsinn, Menschen mit Hashimoto zu sagen, bitte kein Jod nehmen. Es ist aber schon so, dass es Patienten gibt, bei denen kann man durch die Jodgabe so einen Autoimmunprozess nicht nur antreiben, sondern auslösen. Und das ist einfach so, das ist die Wahrheit. Das heißt, bei Jodeinnahme, wenn man alle Antikörper bestimmt hat und die sind alle negativ, also ich habe keinen aktiven Autoimmunprozess mit der Schilddrüse, dann liegt meine persönliche Wahrheit bei einer Jodgabe zwischen den eigentlich empfohlenen 200, 220 Mikrogramm und 50 Milligramm. Okay? Und deswegen messe ich es halt einfach. Ja. Und ich meine, dazu habe ich zum Beispiel auch nochmal, ich meine, wahrscheinlich wir überschreiten da als Vierte die Zeit, aber das finde ich tatsächlich nochmal wichtig. Ja. Also wenn es interessiert, dann zeige ich es nochmal kurz. Ja, sehr gern. Da Dazu macht gibt es man. einfach einen schönen, total einfachen Test. Das ist halt ein bisschen lästig, weil man 24 Stunden Urin sammeln muss. Könnt ihr das jetzt sehen? Ja, kann man sehen. Okay. Ja. Also was da gemacht worden ist, ist sowieso relativ relevant, weil ich habe ja vorher auch gesagt, alle Schilddrüsenwerte messen, wenn man einen Verdacht hat. Hier ist jetzt die Ausscheidung im 24-Stunden-Urin gemessen worden, und zwar einmal vom T3, vom T4 und dann vom Verhältnis von T3 zu T4. Und da kann man sehen, dieser Mensch scheidet eigentlich zu viel von seinem T4 aus und ist aber nicht in der Lage davon, sehr viel T3 zu produzieren. Also dieses hier ist jetzt vom Verhältnis her im grünen Bereich. Entschuldigung, ist von der Absolutmenge her im grünen Bereich. Das Verhältnis stimmt aber eigentlich nicht. Das bedeutet, dass die Schilddrüse viel zu viel T4 bilden muss, um gerade noch auf die richtige Menge T3 zu kommen. Das ist der Ansatz zu einer Konversionsstörung. Ich zeige nochmal kurz ein anderes Bild, wo es nochmal deutlicher wird, ich komme gleich nochmal aufs Jod, aber hier wird deutlicher, warum das total sinnvoll ist, die Schilddrüsenhormone auch im Urin zu messen. Weil hier sieht man, hier ist das T4 zwar im grünen Bereich, aber dieser Mensch hier kriegt wirklich nicht mehr genug T3 gebacken. Ja? Das heißt, hier habe ich jetzt nicht dabei, aber dazu gibt es dann auch die Laborwerte aus dem Blut. Die sind völlig unauffällig. Und wenn ich es aber nachmesse, weiß ich, okay, hier liegt ein echter Mangel an T3 vor. Der Mensch kann das nicht in die Zelle bringen. Ja. Also, war jetzt nur ein kurzer Exkurs. Also, ich wollte nur sagen, wenn ich alle Schilddrüsenhormone meine, Schilddrüsenwerte meine, dann meine ich unter anderem auch die Ausscheidung im Urin. Jetzt wollte ich noch mal kurz aufs Jod zu sprechen kommen. Dieses hier ist ein Test, den ich gehijackt habe. Der ist vom KEAG, also vom Dr. Kamsteeg, da in Holland, das ist eigentlich ein HPU-Test. Und das ist ein Kickoff vom HPU-Test. Und die bestimmen die Jodmenge im 24-Stunden-Urin. Also der Patient sammelt 24 Stunden lang Urin und dann wird das Jod bestimmt. Und darauf sind diese Referenzwerte auch getrimmt. Also man sollte zwischen 160 und 480 Mikrogramm in 24 Stunden ausgeschieden haben. Und das ist erschreckend, weil ich habe bisher noch niemanden gefunden, der das nativ überhaupt erreicht. Ja? Also niemand, der diesen Test gemacht hat, ist auch nur auf die Untergrenze von 160 Mikrogramm in 24 Stunden gekommen. Da habe ich gesagt, ich habe diesen Test gehijackt. Ja, in der Tat. Weil ich mache es andersrum. Ich will wissen, ob der Jodbedarf wirklich sehr hoch ist. Das heißt, wenn ich sicher bin, jemand hat keine Autoimmunfunktion, dann gebe ich den Menschen 50 Milligramm Jod
Über logische Lösungen oder über Habe ich Tabletten? zu Anfang gemacht, war mir echt zu ungenau. Ich habe es jetzt als Kapseln gemacht. Also als Kapsel kann man genau die 50 Milligramm abmessen und dann weiß ich auch genau, das ist die Menge, die reingekommen ist. Und wenn davon nicht mindestens 45 Milligramm wieder ausgeschieden werden, also der Mensch tatsächlich 5 Milligramm Jod behalten hat, ja, weil die Toleranz ist, dass jemand 5 Milligramm Jod behält bei einer eigentlich empfohlenen Tagesmenge von 200 Mikrogramm, das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, ja. Also wenn nicht mindestens 45 Milligramm wieder rauskommen, also ungenutzt wieder ausgeschieden werden, dann besteht ein Jodmangel. Und tatsächlich ist dann so, ich meine, gut, ich teste das halt tatsächlich kinesiologisch mit meinen Patienten, wie viel Jod für die jetzt eine gute Idee ist. Aber das kann natürlich nicht jeder machen. Wenn man das nicht kann, wenn man es nicht austesten kann, dann ist es ein probates Vorgehen, dass man wirklich die Lugolsche Lösung dann hernimmt. Die Lugolsche Lösung ist, also ich nehme die 5-prozentige Lugolsche Lösung. Da nimmt man dann einen einzigen Tropfen, in dem normiert theoretisch 6,25 Milligramm enthalten sind. Diesen einen Tropfen gibt man auf einen Liter Wasser und davon trinkt man dann 100 Milliliter am Tag, um sich an diese Gabe zu gewöhnen. Das sind dann also 600 Mikrogramm, das ist also immer noch die dreifache empfohlene Tagesdosis. Aber darunter kriegt keiner der Patienten, die das bisher bekommen hat, irgendwelche Nebenwirkungen. Sie merken allerdings leider auch nicht gleich eine Verbesserung, weil dazu ist die Dosis einfach zu gering. Dann ist die Maßgabe, sich langsam und vorsichtig vorzuarbeiten und die Dosis Stück für Stück zu steigern, bis man dann wirklich, also viele Menschen wachen dann wie auf so einem Schlaf auf und bemerken dann, oh, ach, so könnte es mir eigentlich gehen. Und das ist also erschreckend, bei wie vielen Menschen das tatsächlich jodabhängig ist, weil ich denke, das wäre eigentlich vermeidbar. Ja, und die Person, wo man gerade gesehen hat, die hat ja 37.000 noch was ausgeschieden. Du hast gesagt, wenn man nicht mindestens 45.000 ausscheidet, dann ist es auf jeden Fall schon ein Mangel. Und Ich kann es nochmal zeigen. ja, es wäre jetzt auf jeden Fall auch ein Mangel da Genau, gewesen. also hier, wir berechnen dann den Prozentwert, also wie viel Prozent sind tatsächlich wieder ausgeschieden worden. Und hier müssten 45.000 rauskommen, dann kann man sagen, okay, das kannst du lassen. Wenn es 37 sind, dann hat dieser Mensch hat ja jetzt ja 13 Den Gramm Jod, Milligramm Jod Milligramm, ja. behalten. Und das Ja, ist ja das schon ist. spektakulär, wenn man die eigentlichen Referenzwerte betrachtet, gell? Ja, wo man dann aber auch drüber streiten kann, wie sinnvoll sind die Referenzwerte, auch bei den Nährstoffen. Ja, Okay. genau.